Nachdem wir das erste und das wichtigste Sakrament gesehen haben, nämlich die Taufe, kommen wir heute zur heiligen Firmung. Sie können sich dann da nachher noch Blätter mitnehmen, kurze Zusammenfassung. Das Sakrament der heiligen Firmung, ich folge hier einem Vorbereitungskurs, ein Heftchen für Kinder, Jugendliche zur Vorbereitung auf die Firmung. Da steht im Grunde alles drin, was man eben über die Firmung wissen muss. Und darum habe ich gedacht, das nehme ich. Die meisten der Fragen vom Basler Katechismus sind darin verarbeitet. Einige nenne ich dann ausdrücklich von diesen Fragen. Zunächst der Basler Katechismus gibt die Einleitung. Ich nehme an, dass man zwei oder drei Lektionen über die Firmung hören werden. Der Basler Katechismus gibt die Einleitung. Die Taufe hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Die Firmung bringt den Getauften ein Erstarken und Wachsen in der Gnade Gottes. Sie begnadigt uns zum standhaften Bekenntnis des Glaubens und zum siegreichen Kampf in Versuchung und Gefahr. Sie weiht uns zu Aposteln im Reiche Gottes. So ist die Firmung Krone und Abschluss der Taufe. Sie wurde in ältester Zeit sogleich nach der heiligen Taufe gespendet. Auch heute noch, also wenn eine Erwachsenentaufe ist, an sich sollte der Bischof diese Erwachsenentaufe vornehmen und dann gleich auch die Firmung spenden. Am Pfingstfest kam der Heilige Geist auf die ganze junge Kirche herab. Alle, die an Jesus Christus glaubten, empfingen den Heiligen Geist. Jeder Getaufte hat also ein Recht auf die heilige Firmung. Im Basler Katechismus sind das die Fragen 184 bis 203. Der ist relativ ausführlich. Ich habe extra nachgeschaut im holländischen Katechismus, so wie ich das vorbereitet hatte. Da waren es nur 5 Fragen. Hier sind es fast 20. Also der Basler Katechismus ist da doch ein bisschen ausführlicher. Und eben dieser Kurs, dieser Vorbereitungskurs, ist noch ausführlicher. Dieser Kurs heißt das Sakrament der Firmung. Ich weiß nicht, von wem das zusammengestellt ist. Wir haben schon über die Gnade gesprochen und über die Sakramente im Allgemeinen. Die Gnade, die heiligmachende Gnade und dann die helfende Gnade und dann allgemein über die Sakramente. Was ist ein Sakrament? Kurz zur Wiederholung. Ein Sakrament ist ein von Christus eingesetztes äußeres, also sichtbares Zeichen, durch das Gott uns eine besondere innere, also unsichtbare Gnade schenkt. Die Sakramente sind Gnadenmittel, die uns das Leben der Gnade schenken. Das ist die Taufe vor allen Dingen. Die gibt uns die allererste Gnade, die uns das Leben der Gnade erhalten und für das Wachstum der Gnade in uns sorgen. Und zwar jedes Sakrament auf seine jeweilige eigene Art und Weise. Natürlich, jedes Sakrament stärkt die heiligmachende Gnade im Allgemeinen, gibt aber auch jeweils eine besondere Sakramentsgnade. Das werden wir auch bei der Firmung noch sehen. Was bewirkt also die Firmung im Hinblick auf die heiligmachende Gnade? Die Firmung festigt und stärkt das göttliche Leben. Also festigt und stärkt das göttliche Leben in unserer Seele durch eine Vermehrung der heiligmachenden Gnade. Eben bei der Taufe haben wir die heiligmachende Gnade, die erste Gnade, die Kindschaft Gottes empfangen. Die Firmung vermehrt diese heiligmachende Gnade und stärkt uns und schützt uns vor den Angriffen des Teufels. Es ist also eine Vermehrung der Gnade. In dem Kurs wird schön verglichen. Das ist wie
In der Taufe erhalten wir einen Heiligenschein. Aber mit der Taufe leuchtet dieser Heiligenschein eben wie eine Lampe, wie eine Nachttischlampe. Mit der Firmung wird dieser Heiligenschein größer. Und das heißt hier, wie ein Scheinwerfer auf dem Fußballplatz. Also das ist schon ein großer Unterschied, ja. Und es gibt wirklich einen Unterschied eben zwischen Getauften und Gefirmten. Die Firmung stärkt uns zu unserem Schutz und zur Verteidigung unseres Glaubens in uns selber, gegen die Angriffe des bösen Feindes, gegen die Versuchungen und auch gegenüber Angriffen von außen. Unser Leben ist wie ein Kriegsdienst unter der Fahne unseres Herrn Jesus Christus gegen den bösen Feind. Im Krieg müssen wir uns schützen, um nicht getötet zu werden. Und dann der Vergleich zum Mittelalter. Damals hat man große Burgen gebaut und die Ritter, die haben sich eben in ihre Ritterrüstungen gekleidet, damit sie bewahrt bleiben vor den Angriffen. Vor den Schwertstreichen, vor den Pfeilen, damit sie dagegen geschützt sind. Dasselbe tut Gott, also er gibt uns eine Waffenrüstung. Dasselbe tut Gott, wenn wir seine Gnade im Firmsakrament enthalten. Er zieht uns eine Rüstung an, damit wir im Lebenskampf den bösen Feind und die ungeordneten Leidenschaften besiegen. Er flößt uns Mut ein, damit wir mit Steigmut und Tapferkeit den Teufel vertreiben, wenn er uns mit Versuchungen zu Fall bringen will. Er nimmt uns sozusagen in seine Gnadenburg auf, wo man eben Schutz findet. Viele Psalmen sprechen davon, dass Gott eine uneinnehmbare Festung ist. Solange wir uns darin aufhalten, kann uns der Feind nicht schaden. Und das ist wirklich immer wieder in den Psalmen. Es lohnt sich wirklich, die Psalmen zu beten. Wir Priester tun ja im Grunde nichts anderes. Ungefähr 3/4 Stunden pro Tag, wovon 90% Psalmen sind. Wir beten die Psalmen. Das sind diese alten Gesänge aus dem alten Bund, diese alten Lieder, die schon David eben gedichtet und gebetet hat. Das ist der Schutz, Stärkung zum Schutz. Gott schenkt uns durch die Firmgnade aber nicht nur Schutz, sondern auch Waffen. Waffen, mit denen wir den Teufel zurückschlagen können. Jedoch müssen wir zuerst auch lernen, mit diesen Waffen, die Gott uns schenkt, umzugehen. Dazu benötigen wir einen Ausbilder oder Trainer. Und wer ist unser Trainer im geistlichen Kampf? Das ist der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist, der uns eben in den Tugendübungen unterweist und uns mit seinen Gaben und mit seinen Früchten bewaffnet. Es ist eben ein geistiger Kampf. Zunächst noch einmal zurück zur allerheiligsten Dreifaltigkeit und ganz besonders über den Heiligen Geist. Ich habe Ihnen hier nochmal auch das Bild. Die allerheiligste Dreifaltigkeit, das Dreieck oder das Bild in der Mitte des Dreieckes, Gott der Vater, der das Kreuz mit dem Sohn in Händen hält und dazwischen schwebt der Heilige Geist. Wissen Sie, wie man das nennt? Das nennt man den Gnadenstuhl. Diese Art der Abbildung, also der Gott Vater mit das Kreuz haltend und der Heilige Geist entweder darüber oder über dem Kreuz schwebend, das nennt man den Gnadenstuhl. Weil da kommt uns alle Gnade her. Aus der Erlösung durch den Heiligen Geist vom Vater. Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist die dritte göttliche Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Es gibt eben nur einen einzigen Gott, in dem aber drei Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind. Jede dieser drei Personen ist wahrer Gott, der Vater, der Sohn
und der Heilige Geist und doch gibt es nur einen Gott. Weil eben drei Personen an einer göttlichen Wesenheit Anteil haben, an einer göttlichen Natur. Der Vater ist ungezeugt, der Sohn wird vom Vater gezeugt, der Heilige Geist wird vom Vater und Sohn gehaucht. Man nennt dieses Innenleben Gottes die innergöttlichen Hervorgänge. Und das vergleicht man mit dem Denken und Wollen des Menschen. Der Vater zeugt den Sohn, wie das Denken des Menschen ein Wort hervorbringt. Und der Sohn, Gott der Sohn, ist ja das Wort des Vaters. Deshalb nennt man die zweite göttliche Person auch Wort Gottes. Der Vater und der Sohn hauchen den Heiligen Geist, wie das Wollen des Menschen auf die Liebe hingeordnet ist. Deshalb nennt man die dritte göttliche Person die Liebe. Den Hauch, manchmal auch den Kuss von Vater und Sohn. Von Vater und Sohn redet man sehr oft. Wir beten das Vaterunser. Vom Sohn reden wir am meisten, weil er eben Mensch geworden ist, unter uns gelebt hat. Wir am meisten von ihm wissen. Vom Heiligen Geist hört man weniger. Obwohl er genauso gut Gott ist wie Vater und Sohn. Und er schenkt uns nicht weniger wie Vater und Sohn. Darum haben wir auch gegenüber dem Heiligen Geist gewisse Pflichten. Nämlich wir müssen den Heiligen Geist zugleich mit dem Vater und dem Sohn anbeten und verherrlichen. Das ist eben die Verehrung der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Wir müssen den Heiligen Geist lieben, angesichts der Wohltaten, mit denen er uns ständig und unablässig überhäuft. Weil das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, eben auch uns zu heiligen. Wir müssen uns an Leib und Seele rein und nach Kräften frei von Sünden halten, damit der Heilige Geist Wohnung in uns nehmen kann und damit wir eine würdige Wohnung des Heiligen Geistes sind. Und wir werden ja schon Wohnung des Heiligen Geistes mit der heiligen Taufe. Mit der Taufe zieht sozusagen der Heilige Geist in uns ein als seinen Tempel. Das wird eben dann mit der Firmung noch verstärkt. Und dann dürfen wir nie nachlassen, den Heiligen Geist immer wieder um seine Gnadengaben zu bitten. Wann ist der Heilige Geist der Kirche gesandt worden? Das war eben das Pfingstfest. Was ist das Pfingstfest? Das Pfingstfest ist der 50. Tag nach Ostern, der 10. Tag nach Christi Himmelfahrt. Gerade heute, der Fastenzeit, in unserem Brevier von den Priestern, gibt Augustinus den Kommentar zu diesem Geheilten, der da am Bethsaida-Teich oder Bethesda-Teich schon sitzt und 38 Jahre lang krank ist und eben von ihm geheilt wird. Und Augustinus, der erklärt dann, macht ein ganzes Zahlenspiel. Warum 38 Jahre? Weil 40 die Zeit der Vollkommenheit ist. Und zwar ist das das 40-tägige Fasten. Aber auch 38, warum? Weil diesem Kranken zwei Dinge fehlen. Nämlich die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Die zwei Gebote, damit erfüllt man das ganze Gesetz. Und wenn man das zu 38 dazu rechnet, kriegt man 40. 40 aber ist eine Zahl der Buße. Wenn man zur Buße auch die 10 Gebote, ich weiß nicht mehr genau, wie er es erklärt, dazufügt, kriegt man 50. Darum haben wir vor Ostern 40 Tage Bußzeit, nach Ostern aber 50 Tage Freudenzeit. Nämlich 40 Tage bis Himmelfahrt, noch einmal 10 Tage bis Pfingsten.
Und das ist dann die Fülle der Freude, die Herabkunft des Heiligen Geistes. Gerade heute ist das erklärt im Brevier. Ich lese hier die Apostelgeschichte vor, und zwar das zweite Kapitel, der erste bis zum 41. Vers. Am Pfingstfest waren die Apostel an demselben Ort beisammen, im Abendmahlsaal. Da entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie bei einem Sturmwind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Zungen wie von Feuer erschienen und ließen sich auf jeden einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in verschiedenen Sprachen zu reden. Wegen des Festes waren damals Juden aus allen Nationen in Jerusalem. Als nun das Brausen entstand, liefen die Leute zusammen, sie staunten und sprachen: Sind nicht alle, die da reden, Galiläer? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in der eigenen Muttersprache reden hört? Was soll dies bedeuten? Andere dagegen spotteten und sagten, sie sind voll süßen Weines, sie sind betrunken. Dann kommt die Predigt des heiligen Petrus. Da trat Petrus mit den Elfen vor, erhob seine Stimme und sprach: Diese sind nicht betrunken, wie er meint, es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, 9 Uhr morgens. Da ist man nicht betrunken. Aber es ist die Verheißung des Propheten Joel in Erfüllung gegangen. In den letzten Tagen wird es geschehen, spricht der Herr, da will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Ihr Männer von Israel, hört meine Worte. Jesus von Nazareth wurde bei euch durch mächtige Taten und Wunderzeichen von Gott beglaubigt. Ihr aber habt ihn durch die Hände der Gottlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, davon sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht ist, hat er jetzt den Heiligen Geist ausgegossen, wie ihr seht und hört. So erkenne denn das ganze Haus Israel mit Sicherheit, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Messias gemacht hat. Und wie war die Wirkung dieser Predigt? Und diese Wirkung ist natürlich auch nur dem Heiligen Geist zuzuschreiben. Diese Rede ging ihnen tief zu Herzen. Sie sprachen zu Petrus und den übrigen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Petrus erwiderte ihnen: Tut Buße und lasset euch im Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden. Und jetzt kommt das Wichtige: Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Zuerst die Taufe, dann die Firmung. Auf wen kam der Heilige Geist herab? Auf die Apostel und die Jünger, die da versammelt waren, ungefähr 120, einschließlich der Frauen. Die waren sicher alle schon getauft. Und eben auf diese konnte der Heilige Geist herabkommen, das war für die Apostel und für die Jünger die Firmung. Die nun das Wort des Petrus bereitwillig annahmen, wurden getauft und es wurden an jenem Tage gegen 3000 Seelen in die Kirche aufgenommen. 3000 haben sich da auf einen Schlag bekehrt. Da kann man sich die Frage stellen, warum denn? Warum kam der Heilige Geist, warum kam er in Feuerzungen auf die Apostel herab? Wenn wir die Firmung begreifen wollen, was die Firmung ist, dann müssen wir eben die allererste Firmung betrachten. Die Kirche sagt nämlich, wir empfangen in der Firmung nichts anderes, als die Apostel damals empfangen haben. Damals kam der Heilige Geist in Feuerzungen auf die Apostel herab. Warum? Wie das Feuer leuchtet, wärmt, brennt, läutert, in Flammen züngelt und nach oben lodert, so wirkt der Heilige Geist in unserer Seele. Er erleuchtet unseren Verstand, damit wir die Wahrheit erkennen und danach leben. Er wärmt unsere Seele, damit sie zu einem glühenden Ofen der Liebe wird. Der Heilige Geist ist ja der Geist der Liebe. Er brennt wie eine Fackel, die unseren Geist anzündet,
damit er nicht mehr in der Dunkelheit des Irrtums und der Kälte der Lieblosigkeit und Gottferne verharrt. Also, dass wirklich das Feuer der Liebe in unseren Seelen entzündet wird, glüht. Er reinigt unser sündiges Herz, damit es strahlend wie lauteres Gold wird. Eben Edelmetalle müssen ja alle durchs Feuer. Man findet ja keine reinen Klumpen Gold, also sehr selten. Meistens ist es eben Erz, ja. Da ist das Edelmetall mit anderen Metallen oder eben mit Gestein vermischt. Und das muss geschmolzen werden, das muss ins Feuer, damit sich eben das Edelmetall von der Schlacke löst, eben vom Wertlosen. Und so reinigt dieses Feuer der Liebe, dieses Feuer des Heiligen Geistes eben auch unser Herz. Er löst unsere Zunge, damit wir den katholischen Glauben offen bekennen. Das ist eben das Zeugnis. Und man sieht es ja dann an der Predigt von Petrus, der fängt wirklich gleich an, begeistert zu predigen. Eben im Heiligen Geist. Und er richtet unsere Gedanken zum Himmel empor, wo unsere endgültige Wohnstatt ist. Wie eben das Feuer nach oben lodert. Wir empfangen in der heiligen Firmung nicht nur den Heiligen Geist in seiner Person, nicht nur die heiligmachende Gnade, sondern damit auch die Tugenden. Die Tugenden und die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist gießt mit der heiligmachenden Gnade vor allen Dingen die drei göttlichen Tugenden und seine sieben Gaben in unsere Seele ein. Was sind die drei göttlichen Tugenden? Da kommen wir später vielleicht nochmal etwas ausführlicher drauf zu sprechen. Die drei göttlichen Tugenden heißen Glaube, Hoffnung und Liebe. Warum göttliche Tugenden? Ich habe das schon mal gesagt. Nicht, weil es die Tugenden Gottes sind, ja, das sind nicht die Tugenden Gottes, sondern eben, es sind unsere Tugenden, die uns auf Gott richten. Ohne diese Tugenden des Heiligen Geistes ist es nicht möglich, erstens mit fester Zuversicht an Gott und die von ihm geoffenbarten Wahrheiten, die im Glaubensbekenntnis zusammengefasst sind, zu glauben. Dazu braucht man eben die Tugend des Glaubens. Ohne die Tugend ist es nicht möglich, mit festem Vertrauen auf die Allmacht Gottes, die von ihm versprochene himmlische Seligkeit zu erhoffen. Das ist die heilige Hoffnung. Und ohne die Tugend ist es nicht möglich, mit ganzer Hingabe Gott aufgrund seiner unermesslichen Güte zu lieben. Die Tugend der Liebe. Wozu sind wir auf Erden? Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihn zu dienen und so in den Himmel zu kommen. Um in den Himmel zu kommen, müssen wir zuerst wissen, was der Himmel ist, und wie der Weg dahin führt. Und dieses Wissen, um was der Himmel ist und welches der Weg ist, das ist die Aufgabe des Glaubens. Der Glaube lehrt uns die Wahrheit über Gott, seine Eigenschaften, seinen Heilsplan und wie wir ihn verwirklichen. Wenn wir einmal die göttliche Seligkeit des Himmels im Glauben erkannt haben, dann wächst in uns der Wunsch, dieses Glück zu besitzen. Wenn wir nicht wissen, wie Schokolade schmeckt, haben wir auch kein Verlangen danach. Ja, dann will man das auch nicht. Wenn man aber weiß, wie Schokolade schmeckt, ja, und man in der Fastenzeit das nicht anrühren darf, dann ist ja gerade so verlockend, gell? So ist es auch mit dem Himmel. Erst wenn wir durch den Glauben wissen,
welche Herrlichkeit der Besitz Gottes für unsere Seele bedeutet, verlangen wir danach. Das ist die Aufgabe der Hoffnung, der Tugend der Hoffnung. Sie ist wie ein Anker, und darum wird oft die Hoffnung auch abgebildet als Anker. Der Anker ist das Symbol der Hoffnung. Sie ist wie ein Anker, der das Schiff unseres Lebens festhält, damit die Wellen und Stürme der Versuchungen es nicht in der Sünde zum Kentern bringen. Die Sehnsucht nach Gott bewirkt eine unbändige Liebe. Weil wir Gott im Glauben als das einzige Gut erkannt haben, das uns völlig glücklich macht, wollen wir ihn für immer besitzen. Und dieses Besitzen wollen, das Haben wollen, das ist Liebe. Im Deutschen ist das ich mag. Ich mag das und das oder ich mag das und das nicht. Da könnte man auch dafür eben einsetzen, ich liebe das und das oder ich liebe das und das nicht. Ja. Lieben ist ein Verlangen, ja, etwas zu besitzen. Das ist Liebe. Wir lieben Gott aufgrund seiner unendlichen Güte. Die Liebe ist die Krönung unseres ganzen Strebens nach Gott. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Der Heilige Geist lenkt unseren Verstand, unsere Sehnsucht und unseren Willen auf die allerheiligste Dreifaltigkeit, damit wir sie nicht mehr aus dem Blickfeld des Glaubens verlieren. Denn durch die Erbsünde sind unsere Seelenkräfte geschwächt. Wie oft werden wir nicht durch ein geschaffenes Gut getäuscht, dessen Besitz uns weder vollkommen erfüllen noch glücklich machen kann. Die geschaffenen Dinge sind vergänglich. Der, der liebt, macht sich dem, den er liebt, gleichförmig. Liebt man den Reichtum, dann setzt man alles daran, Geld zu besitzen, selbst um der Sünde willen. Dadurch wird man genau gleich hart und kalt wie die Münze. Wer hingegen Gott liebt, will Gott ähnlich werden. Deshalb stößt er alles von sich, was Gott missfällt. Drei göttliche Tugenden. Warum? Ich glaube in Gott, ich hoffe auf Gott und ich liebe Gott. Das sind also die drei Tugenden, die ganz direkt auf Gott hingerichtet sind. Neben den Tugenden schenkt uns der Heilige Geist dann ganz besonders auch in der Firmung seine sieben Gaben. Das sehen wir dann auch noch in der Zeremonie der heiligen Firmung, in den Gebeten. Da werden diese sieben Gaben des Heiligen Geistes ausdrücklich genannt. Die Gaben des Heiligen Geistes, diese sieben, heißen die Weisheit, Verstand, Rat, Stärke, Wissenschaft, Frömmigkeit und Gottesfurcht oder die Furcht des Herrn. Vielleicht hier noch kurz, der Basler Katechismus hat die Frage 197, wodurch stärkt uns der Heilige Geist in der Firmung? Der Heilige Geist stärkt uns durch seine sieben Gaben, Weisheit und Verstand, Rat und Stärke, Wissenschaft und Frömmigkeit und Furcht des Herrn. Was ist der Unterschied zwischen den sieben Gaben des Heiligen Geistes und den Tugenden? Das vergleicht man gern mit einem Schiff. Die Tugenden sind für uns wie Ruder. Wir sitzen alle in einem Schiff und wir sollen ans andere Ufer kommen, ja, nämlich in den Himmel. Gott schenkt uns die Tugenden, also nicht nur die drei göttlichen Tugenden, sondern eben auch die Kardinaltugenden, die sittlichen Tugenden. Und das ist wie Ruder. Damit arbeiten wir. Und damit geht's vorwärts. Die sieben Gaben sind aber was Besonderes. Nicht Ruder, das sind Segel. Und mit Segel geht's viel einfacher wie mit Rudern.
Und darum, diese sieben Gaben des Heiligen Geistes sind eigentlich ein Geschenk. Man sagt, es sind sozusagen Segel unserer Seele, in die der Heilige Geist hineinblasen kann, um uns an den Ort zu bringen, wo wir hingehören. Er ist eben der Spiritus, der Geist oder der Wind. Ja? Das ist im Lateinischen sogar dasselbe Wort. Der Geist weht, wo er will, oder der Wind weht, wo er will. Darum eben diese sieben Gaben, das sind die sozusagen die sieben Segel eines Schiffes. Diese sieben Gaben wollen wir uns jetzt kurz anschauen. Zunächst einmal die Gottesfurcht, die Furcht des Herrn. Man unterscheidet zwei Arten der Gottesfurcht oder besser gesagt zwei Arten der Furcht, nämlich die knechtliche Furcht und die kindliche Furcht. Was ist die knechtliche Furcht? Die knechtliche Furcht ist die Furcht vor der Strafe. Jemand tut etwas, warum? Weil er Angst hat vor der Strafe. Ich halte vor der roten Ampel, weil es kommt zwar niemand, aber da hinten steht ein Polizeiauto und wenn die mich erwischen, dann muss ich zahlen. Oder es steht eben so ein Blitzapparat da, dann halte ich. Warum halte ich? Aus Furcht vor der Strafe. Das macht sich der Staat zunutze, dass wir eben doch ab und zu mal Furcht haben. Das ist ein gewisser Zwang. Aber ein guter Zwang. Diese knechtliche Furcht, diese Furcht vor der Strafe, ist an sich etwas Unvollkommenes, aber nichts Schlechtes. Diese Furcht ist gut, weil sie bewahrt uns ja vor Übel. Es ist schon gut, dass man fürchtet, dass man Strafe zahlen muss im Straßenverkehr, weil sonst gäbe es Chaos. Das ist einfach so. Die knechtliche Furcht im geistlichen Bereich bewahrt uns vor der Sünde, ja, bringt uns aber keinen wesentlichen Fortschritt auf dem Weg der Heiligkeit. Das heißt, die knechtliche Furcht ist gut, sie bewahrt uns eben vor der Sünde, dass wir nicht abgleiten, aber die hilft nicht sehr auf dem Weg der Vollkommenheit, zur Heiligkeit. Und dann gibt es eben die kindliche Furcht. Diese Furcht ist vollkommen. Wer aus kindlicher Furcht etwas tut oder unterlässt, tut es aus Liebe. Er will seinen Herrn nicht betrüben oder beleidigen, weil er ihn liebt. Und jetzt eben für Kinder, wenn Kinder ihre Hausaufgaben erledigen, um ihren Eltern zu gefallen, ja, aus Liebe zu ihren Eltern, dann tun sie das eben aus Liebe, weil sie ihnen nicht missfallen wollen. Der Mensch, der Gott liebt, will nicht sündigen, nicht weil er die Strafe der Hölle fürchtet, sondern deshalb, weil er seinen Schöpfer nicht betrüben und beleidigen will. Das sollte eigentlich der Grund sein, warum wir nicht sündigen. Weil Gott uns so liebt. Trotzdem ist die knechtliche Furcht, die Furcht vor der Strafe, eben nicht schlecht. Das Konzil von Trient sagt ausdrücklich, dass die knechtliche Furcht etwas Gutes ist, weil sie uns vor der Sünde bewahrt. Es ist besser, jemand kommt aus knechtlicher Furcht in den Himmel, als dass er ohne die knechtliche Furcht in die Hölle kommt. Es ist besser, um es deutlich zu sagen, jemand kommt in den Himmel, weil er sich vor der Hölle fürchtet, als jemand kommt in die Hölle, weil er sich nicht davor fürchtet. Das ist der Unterschied eben, das ist diese knechtliche Furcht. Das ist die Tugend der Furcht des Herrn, ganz besonders eben diese kindliche Furcht. Weil diese kindliche Furcht
treibt uns sehr an, das Gute zu tun und eben nach der Tugend zu streben, weil wir Gott gefallen wollen und ihn nicht betrüben wollen. Dann die Gabe der Frömmigkeit. Die kindliche Gottesfurcht ist die Voraussetzung für die Frömmigkeit, damit wir Gott als unseren Schöpfer und Vater ehren oder verehren. Und die Menschen, die zur Gotteskindschaft berufen sind, ehren wegen Gottes Vaterschaft, weil Gott sie liebt. Wenn Gott der Vater aller Menschen ist, so sind alle Menschen untereinander Brüder. Und das ist eben der Grund, warum die Liebe zweifach sein muss. Eben die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Und darum sagt der heilige Paulus, wer eben diese Liebe zum Nächsten nicht hat, hat auch die Liebe zu Gott nicht. Wenn wir Gott wie ein Kind lieben, empfinden wir jede Beleidigung gegen unseren himmlischen Vater als ein Unrecht, das man uns selbst angetan hat, weil wir Gott lieben. Wenn wir Gott wie ein Kind lieben, gehorchen wir ihm, gehorchen wir unseren Eltern, gehorchen wir den Priestern und Ordensleuten, den Lehrern, überhaupt allen, die an unserer Erziehung mitarbeiten, weil sie die Stelle Gottes vertreten. Darum steht das vierte Gebot zwischen den drei ersten Geboten und den sechs letzten. Warum? Die ersten drei Gebote sind die Gebote gegenüber Gott. Die anderen Gebote sind die Gebote gegenüber den Menschen, dem Nächsten oder uns selber. Das vierte Gebot steht genau dazwischen. Es geht nämlich da um den Gehorsam denjenigen Menschen gegenüber, die gegenüber uns die Stelle Gottes vertreten. Darum gehorchen wir, weil sie eben für uns die Stelle Gottes einnehmen. Wenn wir Gott wie ein Kind lieben, haben wir eine kindliche Verehrung, auch für die allerseligste Jungfrau Maria, für die Engel und die Heiligen. Das ist eben die Frömmigkeit. Aus der Furcht des Herrn, aus der kindlichen Furcht, die aus der Liebe kommt, kommt eben auch die Verehrung, die Frömmigkeit. Die Gabe der Wissenschaft. Um in den Himmel zu kommen, müssen wir wissen, welche Dinge uns dahin bringen und welche Dinge uns davon abhalten. Dieses Wissen, eben dieses Wissen um den Weg in den Himmel, vermittelt uns der Heilige Geist. Er zeigt uns, welche Dinge auf dem Weg zum Himmel für uns von Nutzen und welche Dinge für uns schädlich sind. Manchmal erscheinen uns gewisse Dinge gut, die aber in Wirklichkeit schlecht sind. Dieses Vermögen, Wahres vom Irrigen, Gutes vom Schlechten zu unterscheiden, bewirkt die Gabe der Wissenschaft. Das ist also die echte Wissenschaft, die wahre Wissenschaft, die uns zeigt, was uns die Dinge nützen für die Ewigkeit. Das ist die eigentliche Wissenschaft. Die Gabe der Stärke. Die Gabe der Stärke macht uns mutig, um alle Hindernisse auf dem Weg zum Himmel zu überwinden und alle Gefahren zu meiden, die auf diesem Weg lauern. Der kürzeste Weg ist nicht immer der einfachste. Manchmal ist man sehr geneigt, sicher im Weltlichen, einen etwas längeren Weg zu gehen, weil der einfacher ist. Ehrlich gesagt, ich fahre auch lieber einige Kilometer weiter auf der Autobahn oder auf Schnellstraßen, wie eben die kleinen Wege und Straßen durch die Dörfer und die Städte. Warum? Es ist zwar ein Umweg, aber es geht schneller. Es ist länger und trotzdem schneller. Im geistlichen Bereich lässt sich das nicht ganz anwenden. Hier sollen wir eben den direkten Weg zu Gott gehen. Den kürzesten Weg. Und zu diesem Weg brauchen wir die Gabe der Stärke. Diese Stärke, die Gabe der Stärke, das ist die Hauptgabe
der heiligen Firmung. Firmung bedeutet ja, das sehen wir später noch, Stärkung. Das ist die eigentliche Gabe oder die eigentliche Gnade der heiligen Firmung, eben diese Stärke. Die Stärke hat zwei Seiten, nämlich das Aushalten und das Angreifen. Das Aushalten, das Durchhalten, vor allen Dingen auch im Kreuztragen und im Glauben, und eben auch das Angreifen oder das Erobern, dass man sich selber den Glauben erobert, den Glauben stärkt, den Glauben verteidigt und größer macht, aber auch für andere den Glauben erwirbt, also auch Reklame macht oder Apostolat macht. Die Gabe des Rates, wenn man an einer Wegkreuzung steht und den richtigen Weg nicht kennt, dann erkundigen wir uns. Auf dem Lebensweg gibt uns der Heilige Geist die Auskunft. Oft stehen wir vor schwierigen Lebensfragen. Welchen Beruf erlernen? Welchen Lebensstand wählen? Priestertum, Ordensleben, Ehe? Das ist ganz besonders eben wichtig für die Jugendlichen, die Gabe des Rates. Darum eben empfängt man die Firmung im jugendlichen Alter. Welche Bekanntschaften soll man pflegen, welche nicht? Wo uns niederlassen? In diesen Lebenslagen ist der Heilige Geist der beste Ratgeber, denn er kennt die Pläne Gottes und seine Vorsehung bestens. Je mehr wir uns von seinen Ratschlägen führen lassen, umso sicherer gelangen wir in den Himmel. Und das ist eben diese Gabe des Rates. Diese Gabe des Rates ist doppelt. Auf der einen Seite nämlich die Gabe, uns Rat holen zu können, uns raten zu lassen, entweder von Gott selber oder eben von anderen. Und dann die Gabe des Rates in dem Sinn, dass wir auch anderen gut raten können, den besten Weg raten können. Die sechste Gabe, die Gabe des Verstandes. Mit der Gabe des Verstandes gibt uns der Heilige Geist immer mehr Licht, um die Glaubenswahrheiten zu erfassen. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Darum müssen wir uns bemühen, in die Glaubenswahrheiten einzudringen. Katechismus, Religionsbücher, gute Bücher. Hier steht dann, weil es das für Kinder an sich geschrieben, Jugendliche. Die Erwachsenen meinen oft, mit dem Religionsunterricht in der Schule sei die Glaubensbildung abgeschlossen. Dem ist aber nicht so. Auch die Erwachsenen müssen ihren Glauben durch die religiöse Bildung ihres Verstandes nähren. Darum müssen wir im Grunde unser ganzes Leben immer wieder auch gute Bücher lesen, sich informieren und im Glauben weiterkommen. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken im Glauben. Das ist so ein großes Riesengebiet, da staunen wir sogar. Wir Priester. Ja, es gibt immer wieder Neues. Das ist wirklich so. Und zuletzt dann die Gabe der Weisheit. Weisheit im lateinischen Sapientia kommt vom Wort sapere. Das bedeutet schmecken, kosten. Ja, also etwas schmecken. Und das ist die Gabe der Weisheit. Man hat den Riecher sozusagen für das Gute. Die Gabe der Weisheit lässt uns aus der Sicht Gottes die Dinge betrachten. Sie ist wie eine süße Speise, die uns die Herrlichkeit Gottes verkosten lässt. Wer einmal diese Süßigkeit verkostet hat, wünscht keine andere Speise mehr. Die Versuchungen können noch so reizvoll sein, mit der Gabe der Weisheit betrachten wir nur noch die göttlichen Dinge. Die Seele ist sozusagen ganz vom Heiligen Geist erfüllt. Sie spricht und hört nichts mehr als das, was der Heilige Geist in ihr vorstellt und in ihr spricht. Was bewirken diese göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe?
Was bewirken die Gaben des Heiligen Geistes in uns? Die göttlichen Tugenden und die Gaben des Heiligen Geistes bringen in uns eine zwölffache Frucht. Und das sind eben die Früchte des Heiligen Geistes. Eine zwölffache Frucht hervor, nämlich Liebe, das kommt vom heiligen Paulus, die 12 Früchte des Heiligen Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Langmut, Sanftmut, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung und Keuschheit. Das sind die 12 Früchte des Heiligen Geistes. Damit wollen wir für heute schließen. Das ist eigentlich die Vorbereitung über den Heiligen Geist, über die Tugenden und über die Gaben und Früchte des Heiligen Geistes, weil das ist, was wir in der Heiligen Firmung empfangen, mit und im Heiligen Geist.